Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 11. So, wir hoch, falsche Taste, Viereck-Taste. Ständig drücke ich die Dreieckstaste. So, ich werde dann jetzt mal sagen, wir laufen mal Richtung Rennbahn. Oder ist das die Laufbahn gewesen? Rennbahn. So, aber hier... Sind wir hier drin gewesen in der letzten Folge? Ja, ne? Doch, wir sind hier drin gewesen. Doch, hier ist doch die Frau, die Sammlerin, ne? Gewesen, stimmt. Ich habe jetzt mal eine Pause gemacht von 10 Minuten und dann weiß ich schon nichts mehr. Hier bin ich aber nicht drin gewesen. Ich habe auch hier vorne mit den zwei Personen noch nicht gesprochen, mit den zwei Leuten hier. Genau, euch beiden. Natürlich wird Prinz Ferris gewinnen. Nein, Taifu wird den Sieg davontragen. Hört mal her, bitte. Ihr glaubt doch auch, dass Prinz Ferris das diesjährige Dünen-Derby gewinnen wird, oder? Nein. Ich möchte keine Partei ergreifen. Aber, ich hätte sowieso, wenn ich hätte einen Tipp abgeben müssen, hätte ich vermutlich eh Prinz Ferris gewählt. Natürlich, da könnt ihr drauf wetten. Er wird gewinnen und die anderen werden Wüstenstaub schlucken. Alle wünschen Prinz Ferris den Sieg. Und das kann ich auch verstehen. Nach allem, was man so hört, ist er nämlich ein großartiger Reiter. Aber ich habe die bisherigen Resultate studiert und halte es für ausgeschlossen, dass Taifun geschlagen werden könnte, zumal er auf Simsek reitet. Der Name des Pferds, ne, wo die Kinder doch auch in der letzten Folge unbedingt dessen Pferd reiten wollten. So, okay, dann schauen wir uns mal hier in diesem tollen, hübschen Haus um. An, genau. Wir schauen uns mal hier an. So, aber hier haben wir ein Büchelchen, das wir nochmal lesen dürfen. Hier steht ein Buch mit dem Titel Die bedrohlichen Bewohner der Tarabensande. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. In diesem Band beschreibe ich eine kleine Auswahl der zahllosen wilden Monster, die in den rauen, unerbittlichen Dünnen der Tarabensande heimisch sind. So, die X-Taste ist wieder schwer zu finden. Der Spitzwürm, der eine nachtaktive Bestie, die tagsüber dankenswerterweise schläft. Okay, dann ist dieser Wurm nur nachts anzutreffen. Auch sehr gut, dass wir das jetzt wissen. Der Spitzwürm, eine nachtaktive Bestie, die tagsüber dankenswerterweise schläft. Solltet ihr das Pech haben, einer zu begegnen, achtet darauf, sie nicht zu wecken. Ah, okay, also man kann sie dann tagsüber doch antreffen, aber das ist wohl sehr selten, dass man diesen Würm tagsüber antrifft. Aber wenn, dann trifft man sie schlafend an. Okay. Der Wüstenwüter, dieser Arthropode, hat sich schon unzählige tapfere galopolitanische Ritter getötet. Man geht davon aus, dass er hauptsächlich das Zentrum der Tarabensande durchstreift. Der Sandmolch, er schwimmt durch Sand wie durch Wasser und lockt Beute mit einem kakteenartigen Duft an. Der Sandmoloch. Okay, den sollte ich dann wohl auch aufsuchen. Sandmoloch. Moment, das muss ich mir mal notieren, falls ich das demnächst irgendwie vergessen sollte. Denn nach dieser Pause werde ich wohl, nach dieser Aufnahme werde ich wohl eine Pause machen müssen, weil meine Kopfhörer langsam aber sicher den Geist aufgeben. Aber der Akku sollte noch reichen für diese Folge. Kakteenartigen Duft an. Den wenigen, die eine Begegnung mit ihm überlebt haben, gilt er als wahrer Herr der Wüste. Okay. Deshalb sollte ich dann auch diese Missionen erledigen, ne? Aber das ist kein Thema, dann weiß ich da jetzt auch schon ein bisschen mehr. Okay, hier in diesem Haus hält sich ja niemand auf. Sehr schön. Mike findet Reisegewand. Auch das geht in Ordnung. Okay, dann sind wir in diesem Haus ja auch sehr schnell fertig gewesen und können hier jetzt das Weite suchen. Dann können wir... unbesorgt zur Rennbahn spazieren. So, komme ich hier rein? Ja, ich komme hier rein. Okay.
Schick, schick, muss ich ja sagen, ne? Okay. Alles ist hier so grün. Ist doch nicht Slytherin, oder? Dann lass uns mal gehen. So, mit dir wollte ich mal versuchen. Du hast sehr schöne Augen. Ja, deine Rüstung, die steht dir aber gar nicht. Man hätte dir was anderes geben können, oder? So. Wir wollen ja trotzdem, dass die Pferde schön aussehen. Das ist die königliche Umkleide, wo die Mitglieder unserer glorreichen Königsfamilie sich auf die Teilnahme an den Rennen vorbereiten. Ihr wollt selbst an Dünenderby teilnehmen? Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber die Anmeldefrist für Reiter ist bereits abgelaufen. Wenn sich nicht jemand verletzt oder absagt, wird das leider nicht möglich sein. Aber ihr müsst unbedingt hierbleiben und das Spektakel genießen. Okay, ich hatte jetzt auch wirklich eigentlich gar keine Beabsichtigung, am Rennen teilnehmen zu wollen. So, la 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 la. Auch Pferde machen hin und wieder ah. Und ich mach dann sauber, ja, ja. Mich um die Pferde zu kümmern, gibt meinem Leben einen Sinn. Wenn ich sehe, wie meine Lieblinge auf der Rennstrecke galoppieren, verdrücke ich jedes Mal ein Tränchen, weil du so stolz auf sie bist, nicht wahr? So, was ist mit dir los? Was gibst du hier für komische Anweisungen? Brrr. Alles klar, muss man nicht verstehen. Okay, grün steht hier aber auch nicht. Grün, blau, nee, nee, nee. Nee, dann ist ja doch blau besser als das hier. So, hallo? Wartest du etwa auf dein Pferd? Habt ihr Simsek gesehen? Typhoons Pferd? Nein, haben wir nicht. Dann müsst ihr ihn euch sofort ansehen. Er wird in der Koppel sein, zusammen mit Typhoon. Ihr werdet es nicht bereuen, versprochen. Okay. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, ne? Ich werde jetzt mal hier... Kann ich einfach hier reinlaufen? Okay, rot. Eine rote Rüstung. Okay. Hallo. Seid gegrüßt, ich bin Typhoon, der Gewinner der letztjährigen Dünenderbys. Allerdings wird das Rennen dieses Mal wohl viel knapper ausgehen. Ansferis verspricht, ein würdiger Gegner zu werden. Aha, du bist also der gute Typhoon. Ich muss gestehen, dass ich sogar eine gewisse Beklemmung verspüre. Zwar bezweifle ich, dass ich viel Spaß haben werde, aber ich hoffe doch, dass zumindest das Publikum auf seine Kosten kommt. Ja, aber du solltest dann doch auch Spaß dabei haben, oder? Ich meine, das ist doch das Eigentliche, worum es gehen sollte, oder nicht? Naja, gut, jeder will gewinnen, jeder will der Gewinner sein. So, hallo, wer bist du? Nichts zu melden. Ja, du oder ich oder wir beide? Ja, ich habe sowieso hier nichts zu melden. Okay, Moment mal. Hier geht's zur Rennbahn. Okay, aber ich denke nicht, dass ich da jetzt durchlaufen werde. Ruhig, ruhig, braves Mädchen. Oh. Ja. Streichel es. Naja, das war mehr wie so ein Einklopfen als Streicheln, aber in Ordnung. Gut, habt ihr euch verlaufen? Dieses Tor führt zur Stadt zurück. Soll ich es für euch öffnen? Nein, danke. Wie ihr wollt, aber bitte lasst mich wissen, wenn ich es doch öffnen soll. Dankeschön, das werde ich. Sehr aufmerksam von Ihnen, dankeschön. Gut. Ich laufe jetzt mal zur Rennbahn. Oh, okay, Vorsicht, Pferd. Nichts zu melden. Ihr wart doch eben weiter hinten. Aber, okay. Hier gibt es auch keine Kiste oder so. Nee, hier ist nichts versteckt. Komme ich denn da überhaupt durch? Ich bezweifle, dass er mich durchlässt, oder? Wusstet ihr, dass Ritter die Rennbahn für Übungszwecke verwenden, wenn gerade keine Rennen stattfinden? Das hätte ich mir fast gedacht. Rennbahn von Gallopolis. Okay. Alles klar. Willkommen an der Rennbahn. Dies ist die Rennbahn von Gallopolis, wo Reiter aus aller Herren Länder ihren Träumen nachjagen können. Wenn ihr selbst an einem Rennen teilnehmen wollt, dann tretet bitte ein und wendet euch ans Empfangspersonal. Okay. Ah ja, hier. Hallo? Normalerweise benötigt man für die Teilnahme an einem Pferderennen nur ein Pferd und natürlich gewisse Kenntnisse, um es auch reiten zu können. Aber beim Dünenderby ist das nicht der Fall. Nur diejenige, die speziell dafür ausgewählt
wurden, dürfen bei diesem Rennen gegen den Prinzen antreten. Alles klar. So, hier ist aber sonst niemand, mit dem ich sprechen kann, außer jetzt hier mit ihm, ne? Ich wollte eigentlich nochmal zurück ins Zirkuszelt. Aber gut, vielleicht haben wir Glück und er schickt uns jetzt nochmal zurück. Mein Freund, ich heiße euch auf der weltberühmten Rennbahn von Gallopolis willkommen. Ah, ja, okay. What the... Okay, in dieser Liste sind alle Rennen verzeichnet, die wir derzeit veranstalten. Sie unterscheiden sich in ihrem Anspruch und in den ausgelobten Preisen. An welchem davon möchtet ihr teilnehmen? Ja, die Bronzeliga, oder? Muss ich jetzt reiten? Die Bronzeliga? Eine hervorragende Wahl. Das wären dann 100 Goldmünzen. Geht das in Ordnung? Ja. Und schon seid ihr als Teilnehmer bei der Bronzeliga angemeldet. Viel Glück, mein Freund. Was? Nein. Es ist Zeit, eure ritterliche Ehre unter Beweis zu stellen. Die Bronzeliga erwartet euch. Oh, es geht jetzt schon los. Oh mein Gott. Okay. Ratschläge für Rennreiter. Halte R2 gedrückt, damit dein Pferd losgaloppiert und drücke Viereck, um an den Zügeln zu ziehen und die schwierigen Kurven schön eng zu nehmen. Während dein getreutes Ross über die Rennstrecke rast, verliert es nach und nach an Ausdauer. Gut, das wird dann vermutlich hier der linke Balken sein, gehe ich mal davon aus. Nee. Ah, die Ausdauer hier oben in der Mitte. Das links hier ist die Rennstrecke, alles klar. Während dein getreutes Ross über die Rennstrecke rast, verliert es nach und nach an Ausdauer. Diese kann aber wieder aufgefrischt werden, indem du durch einige der grünen Wirbel reitest. So bist du im Nullkomma nicht wieder im Rennen. Okay. Bronzeliga. Sehr schön. Jetzt die Rennstrecke. Super. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, da gibt es bestimmt auch eine Trophäe für, ne? Oh. Mit dem Kürbis? Verlangsamt er mich, oder was? Wo ist denn mein Pferd? Ja, ich habe ein grünes Pferd. Okay. So, dann wollen wir mal. Ah, ich muss mich in die Kurve lehnen, ne? So ist das gewesen, gedacht. Na, komm schon. So. Der Kürbis. Ich muss von dem Kürbis weg, ne? Denke ich mir doch mal. Okay, das hier wird nichts. Das hier habe ich sowas von versemmelt. Ja, und jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt ist Schluss. Oh, super. Und bin noch voll daneben gelaufen. So, in die Kurve lehnen. Hätte mich das jetzt verlangsamt. Aber warum lehne ich dann auch nicht in die Kurve ein? Nanaki, warum tun wir sowas nicht? Ja, zum Glück habe ich hier nochmal was nehmen können. Wow, nein, nein, nein. Ich habe mein Pferd nicht unter Kontrolle. Aber ich bin immer noch auf dem zweiten Platz, oder? Immerhin. Wenigstens etwas. Kürbis, Vorsicht. Ey, ich könnte es schaffen, Leute. Wow. Letzte Runde. Okay. Komm, Nanaki, we got this. Ich bin normalerweise mehr so ein Autorennen-Fan, aber Pferde, okay, ist auch mal was ganz anderes. Vorsicht. Ja, komm schon. Komm, das schaffen wir, Leute. Kommt. Galopp. Nein, 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 nein. Hold up. Schnell, 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 schnell. Ja, gut gemacht. Wir haben noch den ersten Platz bekommen. Sehr gut. Yay. Wuhu, super. Und ein neuer Rekord. Wow, gibt's dafür... Warum gibt's denn dafür keine Trophäe eigentlich? Glückwunsch, mein Freund. Ihr wart fantastisch. Ihr habt euer Ross meisterhaft beherrscht. Ach, aber ich hätte ja fast das Wichtigste vergessen. Der Sieger der Bronzeliga erhält diesen prächtigen Preis. Ich hoffe, er gefällt euch. Mike erhält ein paar Schleimohrringe. Vielen, vielen Dank. Diesen Preis erhält jeder Teilnehmer der Bronzeliga. Ich hoffe, er gefällt euch. Mike erhält einen Klumpen Kupfererz. Ich hoffe, ihr nehmt bald wieder an einem Rennen teil. Können wir das denn? Haben wir jetzt die nächste Liga freigeschaltet? Ich schau mal. Nö, haben wir nicht. Okay, gut, alles klar. Ja, 1-8. Super. Okay. Naja, dann bin ich jetzt auch in aller Munde? Nein. Nein, die haben alle noch nie was von meinem Namen gehört. Hätte ja sein können.
Ups, falsche Taste. So, Vorsicht, ich muss hier mal durch. Ich muss hier mal durch. Ist das nicht das Pferd, das ich geritten habe? Okay. So, jetzt möchte ich aber gerne hier raus. Jawohl, danke schön, dass Sie mir das Tor öffnen. So, versucht doch bitte, euch nicht noch einmal zu verlaufen. Wenn ihr den Palast betreten wollt, dann begebt euch bitte auf den Laufgang dort oben und geht dann außen herum. Das ist gar kein Thema, denn da wollte ich jetzt ohnehin sowieso jetzt hin. So. Was ist das denn für ein Anblick von hier oben? Na, habt ihr alle mich rennen sehen? Mich mit meinem tollen Pferd? Es ist zum Verzweifeln. Pferde hier, Pferde da. Magst du etwa keine Pferde? Weißt du was? Es ist auch zum Verzweifeln. Menschen hier, Menschen da. Vielleicht müsstest du woanders hingehen. Mann, sieh dir das an. Ja. So, hallo. Prinz Ferris wird mit Leichtsinnigkeit gewinnen. Prinz Ferris wird das diesjährige Dünenderby gewinnen. Das habe ich im Gefühl. Natürlich ist nichts im Leben wirklich sicher, aber ich bin schon lange eine Anhängerin von Pferderennen. Ich glaube, dass es so kommen wird. Okay. Okay, wenn Sie meinen. Wer seid ihr? Ich habe die Bronzeliga gewonnen. Mein Name ist Mike und ansonsten alles gut. Meine Armbrust ist mein bester Freund. Sie ist mein Leben. Aber etwas fehlt mir noch. Ich weiß, dass dort draußen irgendwo ein Armbrust-Azubi ist und nach mir sucht. Vielleicht kommt ja jemand in meine Gruppe, der eine Armbrust hat. Und dann komme ich mit ihm hier hin. Dann kannst du ihm was beibringen. Das wäre doch toll. Stimmt, irgend so eine Kuhkraft oder so, könnte ich mir vorstellen. Rionaldo. Was? Ja, der gute Rionaldo. Alles klar. Jeder hat schon vom großen Rionaldo gehört. Aber dennoch weiß niemand auch nur das Geringste über ihn. Nicht einmal, wo er geboren wurde. Die Geheimnisse, die ihm umgeben, machen zweifellos einen Teil seiner Anziehungskraft aus. Also ich meine, der hat ja was. Oh, ich kann... Oh, super. Ja, ich wollte eigentlich damit noch warten. Ich meine, er ist ja schon... Also er macht ja auch den Eindruck, ne, so sehr neugierig. Ich bin auch sehr neugierig auf ihn. Aber wie gesagt, ich habe da wirklich so ein bisschen Bammel, dass er wirklich so ein arroganter... Mensch sein könnte. Ich mag keine arroganten Menschen. Ich bin ja so aufgeregt. Ihr habt vom großen Rionaldo gehört? Ja. Aber natürlich habt ihr das. Er ist schließlich einer der begabtesten und populärsten Zirkuskünstler der Welt. Es ist kaum zu fassen, welchen Aufwand ich betreiben musste, um Eintrittskarten für seine Show zu besorgen. Ich kann es gar nicht erwarten, dass die endlich losgeht. Okay. Hallo, kleine Dame. Das ist mein spezieller VIP-Platz. Sobald die Vorstellung anfängt, werde ich von hier aus jedes O und jedes A hören. Und du sitzt hier alleine? Das tut mir leid. Oh, wenn ich doch nur irgendwie Karten organisieren könnte. Ich würde gucken, dass du an die ganz vorne in die erste Reihe kommen würdest. Das tut mir so unfassbar leid. Oh, wenn ich nur irgendwas tun könnte. Vielleicht finde ich ja hier was. Und der Junge bei seiner Mutter. Sie weiß nämlich noch nicht, wie sie ihm das sagen soll, dass das nichts wird. Ah, okay, wir kommen von da und da. Alles klar. Hallo? Oh. Euch habe ich hier noch nicht gesehen. Ihr seht verdächtigt aus. Seid ihr etwa... Ja, ihr müsst es sein. Der Spross der Finsternis. Hahaha, war doch nur ein Witz. Hier gibt es nichts zu melden. Ja, ich habe selten so gelacht. Vor euch liegt der Palast von Gallipolis. Er ist die Residenz des Sultans und seiner Familie und dient den Wüstenrittern außerdem als Übungsstätte. Alle Besucher sind willkommen, doch wir bitten euch, eurer Umgebung gegenüber jederzeit den gebührten Respekt walten zu lassen. Natürlich. Müssen wir jetzt auch salutieren, wenn wir jetzt hier reinkommen? Palast des Sultans. Alles klar. Hier, der auf der rechten Seite, der sagt uns auch schon gleich, wo wir hin sollen. Katzen sind hier, das ist ja schon mal toll. Eine Menge Katzen sind hier. Was ist hier los? Was passiert hier? Ich wollte eigentlich nur gerade was trinken. Oh, wir streicheln noch die Katze. Falls sie das möchte. Nicht jede Katze möchte gestreichelt werden. So. Mal gerade
zwei große Schlücke getrunken. Denn ich merke wieder, dass ich so viel rede. Willkommen im Palast des Sultans. Jawohl, Willkommen in Gallopolis, Reisender. Ich wünsche euch einen guten Tag. Gewiss seid ihr erschöpft von eurer Reise durch die Wüste. Bitte macht bei uns Rast und seht euch unsere schöne Stadt an. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vielen, vielen Dank. Wir haben die Stadt schon gesehen. Das haben wir alle schon gemacht, mein Lieber. Seid tausendmal willkommen. Willkommen in Gallopolis. Wenn ihr den Sultan sucht, dann findet ihr ihn im Thronsaal am oberen Ende der großen Treppe. Alles klar. Ich dachte mir schon, dass wir ihn im Thronsaal finden würden. So ein hübsches Tierchen. Oh, die schmusen. Oder die machen... Ja, schmusen, ne? Ich hätte fast gesagt, die machen sich bestimmt gegenseitig sauber, aber das sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Oh. Erinnert mich so ein bisschen an Simba und an Bagheera. So ein hübsches Tierchen. Der Palast ist das Zuhause sehr, sehr vieler Katzen. Leider interessieren sich die Ritter kein bisschen für sie. Deshalb müssen wir Dienstmädchen uns um sie kümmern. Ich komme vorbei und kümmere mich um alle Tiere. Ich kümmere mich um sie alle. Aber ich kümmere mich nicht um die Soldaten. Nein, das machen wir nicht. Hallo, darf ich euch stören? Hallo? Noch einmal, das Gelübde. Ach, die Jugend von heute. Die sind einfach zu nichts zunutze. Die können sich ja kaum das Rittergelübde merken, geschweige denn es voller Stolz aufsagen. Glaubst du, Ritter Hendrik von Heliodor würde solch eine bedauerliche Nachlässigkeit dulden? Ganz gewiss nicht. Und jetzt sag es noch einmal auf, mit Gefühl! Alles klar, das erinnert mich gerade so an meine Polizeischule, die ich gerade mache. Ja, ein Ritter steht zu seinem Wort. Ich weiß nicht, warum der Hauptmann darauf beharrt, uns mit den Männern von Ritter Hendrik zu vergleichen. Die sind einfach eine Klasse für sich. Und diese mörderische Training wird uns eher umbringen, als dass es Ritter aus uns macht. Das Gelübde besagt, dass ein Ritter vor Widrigkeiten keinen Fußbreit zurückweicht. Deshalb bin ich hergekommen und deshalb werde ich hier bleiben. Ein Ritter steht zu seinem Wort. Alles klar. Dann macht ihr mal. So, hier haben wir auch wieder schmuddeligen Verband erhalten, alles klar. Ich wollte eigentlich sagen, hier haben wir wieder so eine Art Pinnband. Das Rittergelübde. Ein Ritter steht zu seinem Wort. Sein Königreich ist sein Gebieter. Er steht den Schwachen, Unermüdlichen bei, bietet den Starken entschlossen die Stirn und weicht vor Widrigkeiten keinen Fußbreit zurück. Okay. So, hallo? Ich mache mir solche Sorgen um den Sultan. Er war einst der reinste Inbegriff der Ritterlichkeit und jetzt... Oh, und ich mein loses Mundwerk. Vergiss alles, was ich gesagt habe, bitte! Okay... Werde ich natürlich nicht vergessen, was du gesagt hast. Okay, ich werde mir Mühe geben, es nicht zu vergessen, weil ich bin eigentlich daran ziemlich gut. Leider ist Prinz Ferris gerade beim Trainieren. Ja, er trainiert hart. Ja, warum habe ich ihn da nicht gesehen? Aha. Sein Schlafgemach. Na, schau mal an. Gibt es hier auch eine Kiste für mich? Nein, aber es gibt Bücher zu lesen. Kann ich das kaputt machen? Ich meine, er wird dann sicherlich nicht sehr erfreut sein, wenn ich das kaputt mache. Eine Kiste. Ich wusste doch, hier wird es irgendwo eine Kiste geben. Mike findet ein Eisenbreitschwert. Okay. Oh, ich werde gleich wohl übel mit euch ins Menü müssen. Und muss dann alles nochmal ein bisschen ausrüsten hier, weil wir haben in der letzten Folge schon einige tolle Sachen gefunden. Zumindest denke ich mal, dass sie toll sein könnten. Und eine Schlummerblume erhalten. Na, sieh an. So, dann machen wir diesen Schrank mal hier auf. Und finden eine Federkappe. Und ein Buch. Hier steht ein uraltes Buch. Der Einband ist durchgewetzt. Und Mike kann auf dem verblassten Deckel nur noch die Worte Lehren des Tristan. Geheimnisse der Flamme erkennen. Er versucht ein paar Seiten zu lesen, aber irgendetwas sagt ihm, dass er dafür noch nicht ganz bereit ist. Noch nicht dafür bereit ist? Bereit ist? Weil es an Erfahrung mangelt oder was? Oder weil er eine Sprache noch nicht beherrscht? Oder wie soll ich das hier jetzt verstehen? Also sollte ich mir das merken und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier hinkommen? Hm? Wenn ich stärker geworden bin? Ist das, was mir das Spiel sagen möchte?
Hier steht ein Buch mit dem Titel Die Macht des Positiven. Ein Leitfaden für Herrscher. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Wir alle wissen, was man sich sagt. Wer ein großer Anführer sein will, muss jederzeit positiv denken. Und das stimmt. Wer will schon einem trübseligen, unentschlossenen Mann folgen? Ganz genau. Niemand. Vergesst also alles Negative und denkt positiv. Oh, super, dann wäre ich schon mal hier so ein bisschen fehl am Platz, weil ich bin hier eigentlich voll der Pessimist. Legt euch auf den Rücken, schaut hinauf in den großen blauen Himmel und spürt, wie eure Probleme dahinschmelzen. Wie kleiner, unbedeutender Ärger. Denn mehr sind sie auch gar nicht. Verabschiedet euch von eurem alten Ich, dem negativen Ich. Eine strahlende und positive Zukunft erwartet euch. Also geht los und holt sie euch. Alles klar, vielen Dank. Gut, mit dem anderen Buch komme ich dann später irgendwann wieder. Diese Katze möchte auch gestreichelt werden. Ja, miau, oh. Ganz genau. So, dann laufe ich jetzt hier nochmal zurück. Mit dir habe ich gesprochen. So, was haben wir hier? Hier kann ich jetzt nichts mitnehmen oder so, ne? Keine Kiste, nein. Aber hier kann ich nochmal was kaputt machen. Gegengift erhalten, das ist doch schon mal was. So, hallo, ich muss mal kurz euer Training stören. Du wirst mich nicht schlagen. Nimm das! Gah! Ah. Alles klar. Oh, hier sitzt noch einer. Alle stellen Prinz Ferris schon als Helden hin. Aber das Rennen ist noch nicht gelaufen, geschweige denn gewonnen. Bitte verzeiht. Solche Dinge interessieren euch gewiss nicht. Ja, da könntest du recht haben. Aber ich habe jetzt auch ja gesagt, ja, dass das... wie war sein Name? Ja, Prinz Ferris. Dass er das Turnier gewinnen wird. So, gesucht! Der Spross der Finsternis treibt sich herum. König Karneöl von Heliodor bietet für die Ergreifung des Unholds eine üppige Belohnung. Das sind doch wohl nicht wir. Oder? Ich denke nicht. Wir sagen einfach nein, das sind wir nicht. Starke Arznei erhalten. So, hallo, wer bist du? Ja. Die Stadt Gallopolis ist um die Oase in ihrer Mitte gewachsen. Auf der Suche nach Wasser sind die Leute aus vielen Meilen Entfernung gekommen. Natürlich ist die Oase heute kaum noch wiederzuerkennen. Der Sultan hat dort nämlich die Rennbahn bauen lassen, sodass sie völlig umgestaltet wurde. Doch wenn wir uns an den Rennen erfreuen, dürfen wir die tapferen Ahnen nicht vergessen, die diese Stadt errichtet haben. Ihnen verdanken wir alles. Okay. Hallo, kümmerst du dich auch um die Katzen? Wo ist sie nur hin? Oh, bitte verzeiht, ich suche eine Katze, eine äußerst süße kleine Katze mit flauschig weichem Fell. Oh, liebe Prinzessin Filina. Was sagt ihr da? Es gibt hier zu viele Katzen und die sehen alle gleich aus? Ach, aber Prinzessin Filina ist leicht zu erkennen. Sie ist das flauschigste und süßeste Geschöpf von allen. Und ich soll sie jetzt suchen? Okay, jetzt wiederholt sie sich. Okay. Die süßeste Katze von allen. Naja, reagiert er irgendwie, wenn er jetzt mit ihr interagiert? Okay, sie hat jetzt auch nur gemiauzt. Vielleicht hier irgendwo? Ist einer von euch hier? Die Liebe? Nein. Dann würde doch irgendwas passieren, oder? Okay, Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören. Ihr seid dann die falsche Miezekatze. Hallo? Bist du die richtige Katze? Ich glaube auch nicht. War hier im Gemach eine Katze gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist hier eine Katze gewesen? Nein. Hier ist safe keine Katze. Okay, wie sieht es hier in dem mittleren Gang aus? So, dann bleib du mal stehen. Hallo? Stehen bleiben bitte. Okay, auch keine Reaktion. Also doch, ein Miauen, aber... Wir suchen Prinzessin Felina? Hieß die Katze so? Naja, lass mich mal hier durch, denn hier drin bin ich noch nicht gewesen. Hier geht es zum Schlafgemach des Sultans. Besucher dürfen es sich ansehen, aber bitte vergiss nicht, den nötigen Respekt zu wahren. Natürlich.
Wenn sich eine Kiste hier dran aufhalten sollte, die ich hier schon sehe, dann werde ich sie natürlich nicht öffnen. Hallo? Habt ihr die Gerüchte gehört? Ein böser Mann namens Spross der Finsternis soll aus Heliodor entkommen sein und jetzt ganz Erdria in Schrecken halten. Wir leben in einer furchterregenden Welt. Aber ich brauche keine Angst zu haben, die Ritter von Gallopolis werden uns beschützen, da bin ich mir sicher. Das denke ich auch. Und wir sind ja auch noch da, ne? Wir sind total lieb und so, wir helfen auch. So, Mike findet ein paar Zementohrringe. Und er steckt sie in den Ausrüstungsbeutel. Ja, sehr nice. Okay, aber auch hier ist keine Katze. Ah, hier kann ich aber was kaputt machen. Das war's mit dem Respekt des Sultans. Ja. Dann öffnen wir doch erstmal hier diesen Schrank. Jawohl. Noch eine weitere kurze Hose gefunden. Und Netzstrümpfe. Super. Die brauchen wir ganz bestimmt, die Netzstrümpfe. Hier steht etwas, das wie ein Tagebuch aussieht. Auf dem Deckel steht Prince Ferris Fortschritte. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Tag 21. Mein geliebter Prinz hat heute wieder Reitungsunterricht genommen. Zu erleben, wie er sich täglich darauf vorbereitet, der beste Anführer der edlen Ritter von Gallopolis zu werden, gibt mir Hoffnung auf die glorreiche Zukunft, die er zweifelsohne für unser Reich einläuten wird. Tag 24. Heute hat mein geliebter Prinz den Palast verlassen, um auf den Straßen mit dem gemeinsamen Volk zu reden. Er will die Lebensart seiner Untertanen aus nächster Nähe studieren. Was für ein weiser und gütiger junger Mann. Ich zweifle nicht daran, dass er eines Tages einen großartigen Sultan abgeben wird. Alles klar, dann sind wir mal gespannt. Gut, dann habe ich hier soweit alles untersucht in diesem tollen Schloss und werde jetzt mal hier die Treppen hochgehen und bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. In dem Thronsaal. Gibt's hier Katzen? Hier ist eine Katze. Disgrace, my fellow Gallopolitans. Disgrace. Fellow Gallopolitans, this is no ordinary sand national. This race marks the day that Ferris, my son and heir, comes of age. And as such... No, no, no! An event of such significance must have eloquence to match. Such functional pleasantries will not thrill my beloved subjects. Hmm? And who exactly might you be? I have no time to grant an audience today. You must leave. Immediately. Father, my training is complete. Okay, und wer bist du? Das ist er, ne? Der Prinz Ferris. Then give me the pledge. A knight's word is his bond, his kingdom his master. He serves the weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, ha, and never retreats in the face of adversity. Yes, very good. The knight's pledge must always be your guide, my son. You are a man now, Ferris. And tomorrow's race shall prove it. You must show your people that you are worthy of their adulation. Fear not, beloved father. I shall disappoint neither you nor they. Huh. Huh. Oh. What is your name, stranger? And what brings you to Gallopolis?
Mike stellt sich vor und erklärt dem Prinzen, dass er auf der Suche nach einem geheimnisvollen Zweig nach Gallopolis gekommen ist. Surely he speaks of the rainbow. It is the only treasure of our kingdom that would warrant such a description. I believe I can assist you, friend. Visit me in my chambers at the foot of the great staircase. I shall await you there. Okay, wir kommen dann dorthin, wenn ich hier erstmal alles untersucht habe. Ich wollte hier aber zur Katze. Hier ist noch eine Katze gewesen. Ja, ärgerst du sie? Was machst du mit der Katze? Was für ein wunderschönes Wesen. Die Leute scheinen zu glauben, dass Gallopolis außer Rittern und Pferden nichts zu bieten hat. Dabei sind unsere Katzen doch gewiss unsere größte Attraktion. Ja, das ist bestimmt die flauschigste Katze, oder? Okay, aber auch keine Reaktion. Okay, keine Reaktion ist ganz falsch, weil sie hat ja gemiaut, also sie hat ja doch schon reagiert auf uns. Beutel Katzenstreu, noch mehr Katzenstreu, jetzt haben wir schon zwei. Katzenstreu mal zwei. Komme ich hier raus? Komme ich auf den Balkon? Ja, komme ich. Wie schön. So, erstmal hier alles kaputt machen, so wie sich das gehört. Büschel wegwurz. Okay. Ja. Die Rennbahn. Hier sieht man alles. Da unten sind wir gewesen. Und haben die Bronzeliga erfolgreich abgeschlossen. Hi. Ich wäre fast an dir vorbeigegangen. Ah, ich komme hier von außen gar nicht hin, ne? Okay, gut zu wissen. Hallo. Tralalalala. Tralala, unser kühner Prinz Ferris. Alera, er will zu viel, ist ganz gewiss. Jeden schlagen, welcher ihm im Wege ist. Ich versuche ein Lied zu schreiben, das den Prinzen lobpreist. Leider reimt sich nicht allzu viel auf Ferris. Ja, das habe ich gemerkt. Naja doch, Ferris. Paris. Muss man vielleicht nur irgendwie dann anders betonen, aber das wird funktionieren. Ja gut. Tut mir leid, dass ich jetzt so schreck gesungen habe, aber ich habe mein Bestes gegeben. Von diesem Balkon aus verfolgen der Sultan und die Sultanin die Rennen. Das habe ich mir doch schon fast gedacht. Ihre Plätze bieten eine perfekte Aussicht auf die Rennbahn und die Oase, auf der diese schwimmt. Sehr nice, oder? So, stopp, mit dir habe ich nämlich auch noch nicht gesprochen. Ich habe gehört, dass eine böse Kreatur, die Spross der Finsternis genannt wird, aus Heliodor entkommen ist und frei herumläuft. Wir müssen wachsam bleiben, sonst könnte dieses widerwärtige Wesen versuchen, nach Gallopolis zu gelangen. Ja, vielleicht. So, fange ich mit dir an. Unser erhabener Sultan ist ein fantastischer Liebhaber des Pferderennens. Er redet schon seit Wochen von nichts anderem als dem Dünenderby. Oder Dünenderby, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Vielleicht steht mir diese Bemerkung ja gar nicht zu, aber nur die allerbesten gallopolitanischen Ritter werden mit dem persönlichen Schutz des Sultans betraut. Solange wir über seine Majestät wachen, hat er nichts zu befürchten. Nicht einmal von diesem Spross der Finsternis, der aus Heliodor entkommen ist. So, du sagst mir, wo ich hin soll. Ich weiß, dass ich runter in sein Gemach soll. Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber seine Exzellenz, der erhabenste Sultan, ist zurzeit ziemlich beschäftigt damit, das Dünenderby vorzubereiten. Die Gemächer von Prinz Ferris? Wendet euch am Fuße der großen Treppe einfach nach links. Aber ihr solltet ihn zu einem so wichtigen Zeitpunkt nicht stören. Bitte. Doch, er hat gesagt, wir sollen da hinkommen. Er möchte gestört werden. So, bevor ich jetzt hier mit euch interagiere, möchte ich erstmal diese Kiste hier öffnen. 1500 Goldmünzen. Ich spreche ab. 1000 davon kann ich schon wieder auf die Bank bringen. Ja, vielleicht sogar 2000. So, ich rede dann erstmal hier mit ihr. Guten Tag, Reisender. Sag, was hältst du von Ferris? Er ist doch ein guter Prinz, oder nicht? Ja. Es freut mich sehr, dass du meine Meinung teilst. Schließlich ist er unser einziges Kind und unser beider Augapfel.
Wahrlich, es vergeht keine Minute, die er nicht damit verbringt, sich durch Training selbst zu verbessern. Er wird eines Tages einen großartigen Herrscher abgeben, da bin ich mir sicher. Ja, stellt euch mal vor, ich hätte gesagt, so, nee, ich glaube, die Mutter, die wäre da nicht so amused davon gewesen, wenn ich das verneint hätte. Liebe Gallopolitaner, erneut geht die Sonne über dem Dünen-Derby auf und über Ferris, meinem Sohn und Erben. Der, nein, das ist nicht, das ist gar nicht gut. Er braucht mehr Emotionen. Oh, du bist es immer noch hier. Wie schon gesagt, ich habe heute keine Zeit für Audienzen mit Fremden. Du musst gehen. Ja, kein Thema. Ich gehe. Runter zu deinem Sohn. Ich muss gerade gehen. Entschuldigt bitte. So, schauen wir mal. Hallo, und immer noch keine Katze hier in deinem Schlafgemach? Ah, you came. Thank you. Yes, yes. Your height and physique are perfect, and you have the face of one who knows horses. Ja, super, danke schön. Möchtest du mir jetzt sagen, dass Mike ein Pferdgesicht hat oder was? You should be aware that the branch you seek is a priceless royal treasure. My father is unlikely to give it away freely to some wandering stranger. However, he might be persuaded to part with it if the request came from his beloved son. I have but one small favor to ask in return. But the palace walls have so many unwelcome ears. The noise of the circus will protect our privacy. Will you join me there? Aber Palastwände haben so viele Ohren. Der Lärm des Zirkus sollte dafür sorgen, dass unser Gespräch privat bleibt. Ja, gibst du mir dann vielleicht auch so Zirkuskarten? Ich bräuchte so ungefähr so um die 10 Stück. Ich möchte hier noch eine Menge Leute mitnehmen. Then it is agreed. I will meet you at the entrance to that ridiculous tent this evening. Do not be late, please. Don't be late, please. Alles klar. Ja, ich werde mir Mühe geben, pünktlich zu sein. Ich bin im Regelfall immer pünktlich. Das werden wir schon hinbekommen. Nun gut. Dann fahren wir fort. Okay. So, ich spreche jetzt trotzdem nochmal mit ihm. Ja, mein Vater könnte bestimmt dazu überredet werden, dich von diesem Schillerzweig zu trennen, falls die Bitte von seinem geliebten Sohn käme. Als Gegenleistung würde ich euch lediglich um einen kleinen Gefallen bitten. Ach, aber Palastwände haben so viele Ohren. Der Lärm des Zirkus sollte dafür sorgen, dass unser Gespräch privat bleibt. Bitte trefft euch dort mit mir. Dann haben wir also eine Abmachung. Ich werde euch heute Abend am Eingang dieses albernen Zeltes treffen. Kommt bitte nicht zu spät. Alles klar, ich werde nicht zu spät kommen und werde jetzt dorthin marschieren. In Ordnung. So, dann wollen wir mal hier rauslaufen. So, ich hätte jetzt gerne noch diese andere Katze gefunden, die sich von den anderen so unterscheiden soll. Okay, es ist dunkel. Es ist dunkel, das ist gut. Ist das denn zu fassen? Sie wollen uns nicht in den Palast lassen, obwohl wir Prinz Ferris lieben. Wir lieben ihn. Oh mein Gott, mein süßer Prinz Ferris. Das hier sind ja so Rookie-Hotel-Vibes. Ich habe gehört, dass der Prinz abends gerne spazieren geht. Daher habe ich beschlossen, hier zu warten. Wenn es sein muss, warte ich die ganze Nacht. Mein geliebter Prinz, was macht ihr wohl in diesem Augenblick, frage ich mich. Sich waschen vielleicht? Nein, eigentlich steht er gerade vor dem Zelt und wartet auf mich. Ja, wir haben ein Date mit ihm. So, das Zelt befindet sich hier. Oh, wie schön das im Dunkeln aussieht. Hier vorne steht er auch schon. Mit der Kapuze. Aha, wir kommen hier dann tatsächlich rein. Jetzt möchte ich aber erstmal hier rein. Ah, jetzt komme ich hier nicht rein, verdammt. Ihr könnt hier jetzt nicht durch. Die Vorstellung beginnt gleich. Die Abendkasse ist gleich nebenan, wenn ihr Eintrittskarten benötigt. Ja, haben die denn wieder Eintrittskarten?
Hereinspaziert, hereinspaziert. Guten Abend und willkommen im Zirkus. Die Vorstellung wird gleich beginnen. Könnte ich eure Eintrittskarten sehen, bitte? Ach, ihr habt keine Eintrittskarten? Dann kann ich euch leider nicht hineinlassen. Aha. Dann sieh mir einfach mal zu. So, hallo. Ihr seid gekommen, ausgezeichnet. Achso, nein, ich sollte das ja vielleicht mal mehr in so in seinem Dialekt betonen, ne? Moment, ich probiere das mal. Ich gebe mir mal Mühe. Ihr seid gekommen, ausgezeichnet. Der Zirkuslärm wird uns ermöglichen, uns zu unterhalten, ohne belauscht zu werden. Sollen wir hineingehen? Gut, die Zirkusvorstellung hat bereits begonnen. Wir sollten unverzüglich hineingehen. Ja, dann lass uns mal reingehen. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time for the act you've all been waiting for. The wandering wonder who amazes audiences wherever he goes. Okay. Prepare yourself. Da bin ich jetzt mal so gespannt. For an experience like no other, prepare yourselves for the great Silvando! Wie Silvando? Okay. Ladies and gentlemen, please. There is no need to be afraid. The great Silvando will never endanger his adoring audience. Okay. After all, darlings, you are the ones who make this show so special. I love you all. Thank you. Thank you. Okay, ich habe ehrlich gesagt mit einer anderen Synchronstimme. Meine Güte, warum will ich denn immer Sprecher sagen? Ich hatte mit einer anderen Stimme gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Quickly, we must talk while the people are distracted. And please, not a word of this to anyone. Okay, das bekommen wir hin. Now. As you may be aware, the Sun National is the most important event of the year here in Gallopolis. And tomorrow, I am due to make my debut in the race to end all races. However, there is a problem. One teeny tiny, terrible problem. I cannot ride. In fact, I have barely so much as sat in the saddle. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe für dich gewettet. I have so far been able to hide this unfortunate fact, but if I were to take part in the race, the inconvenient truth would surely be uncovered. And yet I have no choice. For a prince of Gallopolis not to take part in the Sun National on the year of his coming of age is unthinkable. Unthinkable. So you see, your coming here was fated. It is a sign. The forces of destiny mean me to use you as my double. Tada! Nein, 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 das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Jetzt muss ich für ihn reiten. Na, ganz toll. Super. Your double? How's that gonna work?
Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? Ah, the fates have provided that also. For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from view. Oh je, ob das gut geht. Das hat mit Milli Vanilli, so hieß die Band, ne? Das hat ja mit denen auch nicht so ganz gut funktioniert, aber hey. Oh, please, please. I beg of you. You must help me. You must enter the Sand National in my place. You are the most pathetic excuse for a prince I've ever seen. If you think we're going to help you lie to your people, you've got another thing coming. Und sie hat so recht mit dem, was sie sagt. Ich bin voll bei dir, Veronica. Is that so? Then I assume that your need of the rainbow is not so great after all. Ja, der hat halt was, was wir brauchen, ne? Wow. Talk about shameless. Veronica, ich feier dich total. Call me what you will, it changes nothing. You will do as the fates wish and take my place in the race? Yes? Oh. Ja, uns bleibt hier keine andere Wahl. I knew you would see sense in the end. Thank you. I will talk to my father about the rainbow as soon as the race is over. You have my word. Ja, hoffentlich. I took the liberty of arranging rooms for you at the inn. Rest well. I will see you in the stables, bright and early. Na, ganz toll. Wie ist er denn all die Jahre immer davon weggekommen? Wenn er doch immer gewonnen hat, wie hat er das denn gemacht? Das würde mich ja mal gerne interessieren. You will find the stable entrance in the western part of the city. Do not be late. Now, I must be on my way. Farewell, friends! Alles klar. Mike und Gefährten verbringen die Nacht in den Räumen, die Prince Ferris für sie angemietet hat. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Ja, okay. Okay, dann wollen wir mal. So, guten Morgen. Wie ich höre, habt ihr den Abend im Zirkus verbracht. War das nicht ein wirklich wunderbares Spektakel? Und heute findet das Dünen-Derby statt. So viele Gelegenheiten, sich zu vergnügen. Die Straßen da draußen sind bereits voller Leben. Verzeihung, ihr wollt wissen, wo die königliche Umkleide ist? Na, es handelt sich natürlich um den prachtvollen Raum in den Stallungen. Die befinden sich westlich der Koppel. Viel Spaß beim Rennen. Ja, ganz toll. Super, richtig toll. Hallo, super. Ich wollte hier nochmal Geld anlegen. Willkommen in der Bank, hinterm Regenbogen. Euer Kontostand beträgt 1000 Goldmünzen. Wie kann ich euch behilflich sein? Wir wollen einzahlen. Wir akzeptieren Goldmünzen-Einzahlungen in tausender Einheiten. Wie viel möchtet ihr heute einzahlen? 1000? 1000 Goldmünzen, sehr schön. Wir werden sie sicher für euch verwahren. Euer Kontostand beträgt 2000 Goldmünzen. Alles klar. Wir wollen gehen? Vielen Dank für euren Besuch. Jawohl. Sehr, sehr gerne. Okay, meine Damen und Herren, ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge beenden und werde jetzt zur Kirche gehen, abspeichern und werde jetzt die Folge beenden. Und in der nächsten Folge machen wir mit der Story weiter und werden sehen, was da auf uns zukommen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.